Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute werden wir uns eine zweite Dedra-Quest anschauen. Dafür begeben wir uns ziemlich weit in den Süden der Landkarte und da habe ich durch Zufall wirklich hier auch noch die schwarze Tür gefunden. Wer das jetzt nicht kennen sollte, bei der schwarzen Tür könnt ihr die dunkle Bruderschaft starten. Soweit ihr das möchtet, habe ich gedacht, zeige ich euch hier mal auf der Karte. Ist sehr nah an meinem jetzigen Reiseziel Falkenring gelegen. So, wir wollen uns aber um die Quest Der beste Freund eines Dedra kümmern und begeben uns eben, wie gesagt, nach Falkenring. Das habe ich jetzt ein paar Mal auf der Karte markiert. Ich hatte das selber noch nicht gefunden, war da ein weiter Laufweg für mich. Fängt relativ locker an, die Quest. Kann man starten ab Level 10, also vorher könnt ihr das Ganze nicht beginnen. Das ist halt, ja, die Mindestvoraussetzung, sage ich jetzt mal dafür. Und sobald ihr hier in Falkenring eingetroffen seid, sprecht ihr einfach zunächst mit der Wache, die euch dann sofort nach einem Hund befragt. So, da könnt ihr jetzt eigentlich sagen, was ihr wollt. Auf jeden Fall werdet ihr immer zum Schmied des Dorfes Falkenring geschickt, der einfach da mit weiteren Informationen rüberkommt und euch quasi beauftragt, diesen Hund zu suchen. Und damit geht's dann letztendlich richtig los mit der Quest. Die Quest kann auf zweierlei Art und Weisen beendet werden und dementsprechend gibt's auch unterschiedliche Sachen. Ich komme darauf aber später nochmal zurück. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreunt. Ich habe die Torwachen gebeten, nach ihm zu suchen. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Ein kluger Mann verlangt im Voraus etwas für seine Arbeit. Etwas Gold jetzt. Und etwas, wenn ich meinen Hund habe. Also. Kleines Detail hier am Rande. Ihr könnt einfach sofort dieses Fleisch zum Anlocken des Hundes nehmen. Oder sagen, naja, das ist viel Arbeit. Dann bekommt ihr halt 25 Goldstücke extra. Auf der Karte wird euch sofort angezeigt, wo ihr den Hund finden könnt. Und dann passiert wirklich was ganz Interessantes, wie ich fand. Oder? Was ganz Witziges auch in der Skyrim-Welt. Ihr seid genau, wonach ich gesucht habe. Im Himmelsrand leben jetzt riesige fliegende Echsen und zweibeinige Katzenmenschen. Und über mich wundert ihr euch? Ja, ich habe gerade gesprochen. Und das werde ich auch weiterhin tun. Wisst ihr, mein Name ist Barbas. Und ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten und die Dinge wurden etwas hitzig. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Danke. Nachdem er mich verbannt hat, ist Wiele ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Schreinen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemas Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? So, und da startet auch der beste Freund eines Dedra. Ja, und wer hätte das gedacht? Da spricht der Hund zu uns, ja? Ein bisschen so wie eine Muppet-Show, habe ich noch gedacht. Hintergrundgeschichte ist ganz einfach. Der Dedra-Fürst Will hat hier halt Streit mit Barbas gehabt und ihn weggescheucht und so. Und dann müsst ihr euch einfach quer durch Skyrim mit Barbas auf den Weg machen, um halt diesen Schrein aufzusuchen und diese Sache zu klären. Der Hund ist im Übrigen verdammt super stark, ja, der greift ungefähr alles an, was ihm so in den Weg kommt und ihr könnt da ruhig einen Schritt zurückgehen, der macht eigentlich alles platt, muss ich sagen. Ihr habt jetzt zweierlei Optionen, ihr könnt entweder dem Hund hinterherlaufen, das habe ich jetzt so gemacht, ich fand es halt irgendwie ganz witzig, bin mit dem durch die halbe Welt hier getockt, das dauert wirklich lange, kann ich euch sagen, und ihr könnt auch sofort zu Hemas Schande hingehen oder zuerst was anderes machen oder so, der Hund kommt dann auf jeden Fall dahin. Und dann geht's einfach ab hier in die Höhle.
Ich zeige euch dann nochmal kurz auf der Karte, wo ihr Hemas Schande finden könnt. Ist jetzt nicht allzu schwierig, wird ja auch bei den Quests so oder so angezeigt. Ist relativ hoch in den Bergen, also der Weg dahin ist ein ganz klein bisschen beschwerlicher, muss ich sagen. Ihr solltet da auf jeden Fall vorsichtig sein. Wenn ihr nicht in Zukunft vorhabt, als blutsaugender Vampir durch die Gegend zu laufen, denn in diesem Dungeon wimmelt es quasi von Vampiren und deren Dienern. Für mich ist das jetzt überhaupt kein Problem, für Ayela auch nicht. Wir sind ja beide bekanntlicherweise von Werwolfblut her, sind also nicht in der Lage, infiziert zu werden, egal ob ihr euch jetzt vom Werwolffluch befreit habt oder noch diesen Werwolf in euch tragt. Ihr könnt halt kein Vampir mehr werden, also deshalb könnt ihr auch hier nicht als Vampir infiziert werden. Wenn ihr aber nicht zu den Gefährten gehört und noch kein Werwolf gewesen seid, dann solltet ihr hier ein bisschen vorsichtig sein. Je nachdem, wenn euch ein Vampir angreift, dann könnte euch halt dieser Fluch, ja, überkommen, sag ich jetzt mal. So, ich rüste auch mal Seelenfalle aus und so, Zwergenbogen, wer weiß, was ich hier noch so einsammeln kann. Im Übrigen, der Bogen finde ich immer und immer stärker, ja, also gerade wenn man vielleicht vor einer... Wie peinlich im Video. Gerade wenn man hier vielleicht vor einer schwierigen Situation ist, kann man mit dem Bogen von außen schon eine Menge Schaden machen. Wenn man einen etwas erhöhten Schleichwert hat, macht er auch einen zweifachen Schaden. So, zack, hat der Diener hier mit so einem verzauberten Bogen. Also wirklich nicht. Insgesamt erwarten euch je nach Stufe vielleicht rund ein Dutzend Gegner, bis ihr hier am eigentlichen Schrein angekommen seid. Tragt euer Anliegen vor. Es ist das Geringste, was ich für euch tun kann, da ihr mir bereits geholfen habt, dem Rest meiner Gläubigen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Sie litten so unter ihrem Vampirismus und bettelten mich um Heilung an. Dann kamt ihr und habt sie von ihrem Elend befreit. Das hätte ich selbst nicht besser planen können. Also, was ist euer Begehr? Was für ein Geschäft können wir machen? Mit diesem unerträglichen Burschen? Vergesst es. Anfrage abgelehnt. Kein Geschäft. Ich bin froh, ihn los zu sein. Auch wenn das bedeutet, in diesem jämmerlichen Schrein am Ende der Welt festzustecken. Nun, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie er sich seinen Platz an meiner Seite wieder verdienen könnte. Vielleicht. Ich kann nichts versprechen. Es gibt eine Axt, eine unglaublich mächtige Axt. Eine Axt, die so mächtig ist, dass ich mit ihr reichlich Spaß haben könnte. Wenn ihr mir sie bringt, erhaltet ihr meinen Segen. Keine Haken, keine bösen Überraschungen. Zumindest nicht für euch. Wenn ich mich recht entsinne, befindet sie sich in der Ralffelsenhöhle. Barbas kann euch hinführen. Dieser kleine Klöffer könnte sich sogar wieder seinen Platz an meiner Seite verdienen. Ja, Clavicus schickt euch jetzt also auf die Reise, um die Axt der Reue aus der Reiffelsenhöhle zu besorgen. Ist dabei schon so ein bisschen zynisch, ne? War nicht ganz so gut auf Barbas zu sprechen. Und der kommt jetzt halt auch nochmal zu Worte. Einer von Clavicus' kleinen Scherzen. Ein Zauberer namens Sebastian Lord hat eine Tochter, die Hirsine verehrte. Als die Tochter zum Werwolf wurde, verlor Sebastian den Verstand. Er konnte es nicht ertragen, dass ein kleines Mädchen die Form einer solchen Bestie annahm. Der Zauberer wünschte sich, den Fluch seiner Tochter beenden zu können. Clavicus gab ihm eine Axt. Ja, anhand des Beispieles konnten wir, glaube ich, schon ein bisschen sehen, wie Clavicus Wille tickt. Ja, also, der ist jetzt nicht unbedingt so ein Freund der großen Nächstenliebe. Wenn es also um die Heilung geht, wird da ganz gerne mal die Axt empfohlen.
So, für uns geht es jetzt ganz einfach weiter. Wir müssen diese Axt besorgen. Das war für mich ein sehr beschwerlicher Weg. Das wird so ungefähr da eingeblendet. Ich habe da wirklich lange, lange nachgesucht, weil der Eingang zu dieser Höhle sehr, sehr versteckt ist. Der liegt hoch in Bergen. Wir können hier diesen Pfad sehen. Das habe ich extra nochmal so ein bisschen für euch markiert. Das ist auch den Laufweg, den ihr so nehmen solltet. Ansonsten wird es da wirklich beschwerlich. Dieser Eingang dazu ist hier so ein bisschen mit so einem kleinen Steinhaufen markiert. Und dann geht ihr so einen wirklich schmalen Nebenweg quasi außen an der Karte entlang. Da unten endet im Übrigen auch Skyrim. Ja, also da gibt es dann irgendwann mal so einen Punkt, wo es heißt, hier können sie nicht weitergehen. Ihr könnt das Ganze daran erkennen, hier gibt es so eine schmale Brücke und da wehen dann noch so ein paar Fahnen und so. Ist wie gesagt sehr am Rand der Karte, sehr versteckt, müsst ihr euch schon ein bisschen umschauen, wenn ihr euch da mal nach unten hin orientiert. Ja, also das liegt ganz oben auf dem Berg, es gibt auch wirklich nur einen Zugang, ihr könnt da sonst irgendwie gar nicht hinkommen. Also guckt euch wirklich nochmal diese Karte an, wo ich am Anfang da den Pfeil angeblendet habe, wo man hergehen muss. Das ist wirklich hilfreich. Ich habe hier, ja, also immens lange nachgesucht. Ich habe natürlich andere interessante Sachen gefunden. Wenn ihr jetzt nur die Quest lösen wollt, Tipp, guckt auf die Karte. Ich muss jetzt gestehen, ich persönlich hatte mit ein bisschen mehr Gegenwert von diesem Zauberer Sebastian Lord gerechnet, der noch in dieser Höhle hier sich verschanzt hat. Ist aber dann doch nicht allzu schwer. Das richtet sich natürlich aber auch sehr nach eurem Level, kann sehr individuell sein und so. Ich hatte hier keine großen Probleme. Ich kann das wirklich empfehlen zu spielen. Zum einen gibt es natürlich am Ende immer einen netten Dedra-Gegenstand. Wir haben hier aber auch eine Menge Krimskrams zu finden in den einzelnen Truhen, die hier noch in den Höhlen rumstehen. Und deshalb auf jeden Fall ein Tipp, die Quest hier, der beste Freund eines Dedras, zu machen. Ist kein schwieriges Ding. Dauert vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem wie lange ihr suchen müsst, nach den einzelnen Orten. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall ein paar ganz schöne Extras serviert. Ja, zu Beginn musste ich mich hier mit so einem Feuer-Atronach rumplagen, sag ich jetzt mal. Ich habe neulich selber einen beschworen bei einem Kampf, das habe ich glaube ich nicht in einem Video gezeigt. Und habe den halt auf eine andere Kreatur losgejagt und habe den glaube ich im Kampf dann getroffen. Dann hat sich mein eigener Feuer-Atronach gegen mich gewandt. Ist das immer so? Ja, also da mal Tipps und Tricks an mich, wie man das Teil hier am besten einsetzt. Ich habe es bisher erst zwei oder dreimal beschworen, fand es da noch nicht so wirklich hilfreich. Vielleicht fehlen mir aber auch einfach ja noch die Beschwörungskräfte für, sag ich mal. So, ich kann euch jetzt sagen, die Höhle war eigentlich so gut wie ungeschnitten, ja, also da habe ich vielleicht eine halbe Minute rausgecuttet, wo ich ein bisschen rechts und links geguckt habe und gleich noch, wie ich die Höhle durchsuche. Also, die erste Höhle, wo ihr zum Dedra-Fürsten müsst, da trefft ihr halt auf eine Menge Vampire, hier ist eigentlich mit kaum Gegenwehr zu rechnen. Und da haben wir dann auch schon die gesuchte Axt der Reue, die wir mitnehmen wollen. Ich sammle natürlich aber erstmal alles andere ein, was hier so rumliegt. Habt ihr die Axt dann einmal aufgenommen, könnt ihr auch oben sehen, aktualisiert sich ganz einfach die Quest. Aber wie gesagt, schaut euch danach um. Da gibt es quasi so einen Schlafraum, der liegt noch ein bisschen tiefer in der Höhle. Da sind verschiedene Schatztruhen und auch verschiedene Bücher zu finden, die man letztendlich auch richtig gut gebrauchen kann. Die Axt ist nicht das Einzige, was der gute alte Gravikus besitzt. Gebt ihm die Axt der Reue und sobald wir wieder zusammen sind, gehört die Maske von Clavicus Wiele euch. Jetzt haben wir es gerade halt von Barbas, dem Hund, gehört. Also eigentliches Ziel bzw. eigentliche Belohnung der Quest ist die Maske von Clavicus Wiele. Die hat einen Rüstungswert von 38, ein Gewicht von 7, einen Wert von 1277, wenn ihr die einsagt. Hauptsächlich macht die aber um 20% bessere Preise. Ihr bekommt plus 10 Punkte auf die Redekunst und eure Magika regeneriert sich 5% schneller. Ist aber insgesamt einfach ein hübsches Teil. Kann man ja vielleicht... was weiß ich, hier und da mal tragen. Ich wollte auf jeden Fall dieses Dingen haben. So, kehre mit Barbast und der Axt zurück. Könnt ihr sehen, ist wieder eine weite Reise, aber ich war ja schon mal da. Also Schnellreisefunktion und hören, was der Clavicus zu erzählen hat. Ah, ihr habt die Axt und meinen Hund.
Großartig. Ausgezeichnet. Ein Held und sein treuer Gefährte bringen dem Fürsten das antike Artefakt. Fast wie in einem Märchenbuch. Aber es ist fast zu schade, solch eine Waffe herzugeben, oder? Man könnte mich wohl überreden, sie euch zu überlassen. Aber nur, wenn ihr die Axt benutzt, um Barbas zu töten. Ganz einfach. So, hier haben wir jetzt die Wahl. Entweder Barbas mit der Axt töten und die Axt behalten oder Barbas eben am Leben lassen und diese Maske von Clavicus einsacken. Bleibt letztendlich eure Entscheidung, ich würde aber die Maske nehmen. Und ich könnte den Geist des armen, toten Barbas in mich aufnehmen. Dann wären wir trotzdem wieder vereint. Und ich bin mir sicher, Barbas will nicht, dass ich die Axt bekomme. So hätte er es sicherlich gerne. Ihr habt die Wahl, Freund. Wir vertrauen darauf, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft. Befreit ihn von unserem Elend. Man kann hier sogar die Redeoption, ich möchte gerne die Axt behalten, wählen und trotzdem redet dann Barbas noch mit euch und stimmt euch quasi um. Wartet mal, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Die Axt ist nicht das Einzige, was der gute alte Clavicus besitzt. Gebt ihm die Axt der Reue und sobald wir wieder zusammen sind, gehört die Maske von Clavicus Wiele euch. Und? Mit euch ist es überhaupt nicht lustig. Ich muss wohl woanders für Spaß sorgen. Und wenn der Bursche wieder da ist, besitze ich wieder meine ganze Macht. Eine ganze Welt wartet auf mich! Und findet Herrchen, Herrchen holt kosmische Axt. Alle sind glücklich. Kommt her, Clever. Keine Sorge. Ich werde dafür sorgen, dass ihr einzig seid. Ich habe euch vertraut. Jetzt vertraut ihr mir. Ah, sehr gut. Wenn man ein paar Jahre in einer Höhle eingesperrt war, vergisst man, wie großartig sich überragende Macht anfühlt. Schade, dass ihr euch etwas so Langweiliges gewünscht habt und ich den Clever wieder aufnehmen sollte. Euch fehlt die Fantasie. Dieser fehlende Ehrgeiz sollte bestraft werden. Vielleicht solltet ihr in einen Wurm verwandelt werden. Oder ein paar Jahrzehnte... Oh gut, nehmt meinen Segen entgegen und lasst es gut sein. Für mich gibt es sowieso noch Interessanteres. So, an der Stelle endet die Quest um Barbas, den sprechenden Hund, als bester Freund eines Daedra. Wie gesagt, sucht lieber die Maske aus, die ist einfach mehr wert, ist wirklich einzigartiger als diese Axt, die ihr quasi überall kaufen könnt. Nee, aber die Maske werdet ihr so auf keinen Fall mehr finden. Die Axt ist jetzt nicht sowas Außergewöhnliches. Ich hoffe, es hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.